Jo, willkommen zurück zu Outlast. Letzte Folge sind wir die Brüstung hier runtergefallen bzw. gestoßen worden vom Hausmeister. Ich dachte, der ist auf Urlaub, darum konnte er uns überraschen. Wir haben den Auftrag erhalten, mehr oder weniger indirekt, ja, die Anstalt zu verlassen. Bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt schon raus will. Ich bin ja nicht zum Vergnügen hier, sondern als Journalist und soll hier alles aufdecken. Aber ich glaube, allzu viel ist hier nicht aufzudecken. Die Sache liegt klar auf der Hand. Hier ist ein Enthauptungsfetischist am Werk. An den Gedärmen war er offensichtlich nicht interessiert. Nur an den Köpfen. Ich schaue mich jetzt mal hier um. Es hat ja geheißen, ich kriege einen Eintrag ins Notizbuch, wenn ich den Camcorder zücke. Also sollte ich eigentlich immer nur mit Camcorder vorm Gesicht rumlatschen? Oh. Das war aber keine Alkalifreie. Ich will nur die mit dem Kupferkopf. Die halten ja länger, sagt man. Ist ja auch ein Ofenloch. Ich hatte heute schon das Vergnügen. Ja, da haben wir es. Das zweite Ofenloch. Die Uhr ist nicht stehen geblieben. Huh. Funktioniert sogar. Ist ungewöhnlich. Die Scheißhäuser sind alle zugenagelt. Jemand will nicht, dass wir uns erleichtern. Die Administration ist hier. Soll ich das wirklich alles durchsuchen? Und wieso sind alle Computer abgestürzt? Gibt es dafür einen Grund? So weit, so schlecht. Ich kann nichts Brauchbares entdecken. Ich glaube, er hat gesagt, ich soll die Tür aufmachen. Irgendwo. Mit Hilfe eines Schalters. Sind das meine Fußabdrücke? Oh, sorry. Die Seite. Ja, ich weiß. So sollte ich mich jetzt auf die Seite lehnen. Oh, da lebt noch jemand. Die haben ihn vor die Tür geschoben und vergessen, ihn wieder reinzuschieben. Oh, das, ja, hier ist eine Blutlache. Oh Gott, der Hausmeister wird mich köpfen. Schon allein deswegen, dass ich hier den Fußboden verunstalte. Also auf der rechten Seite war schon mal nix und hier ist zugenagelt. Brett vom Kopf. Was steht da? Proclaim the Gospel. Ha? Verstehe ich jetzt nicht ganz, was er damit ausdrücken will. Der elektrische Raum. Ha. Die haben wahrscheinlich eine hohe Stromrechnung wegen der elektrischen Zäune vor dem Anwesen. Da ist ein Dokument. Schauen wir mal. Der Informant. Das habe ich noch nicht gelesen. Betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive. Eine staatliche Erklärung, bla bla bla, katastrophaler Sicherheitsbruch. Mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Hm. Klingt nicht gut. Den Dachschaden haben sie ja schon hier zum Meistern gehabt und jetzt noch den Umweltschaden. Ich sollte vielleicht mal die Kamera doch wegnehmen. Also, ich habe keinen Schalter gefunden. Ich muss euch enttäuschen. Wie laufe ich? Ach ja, mit Left Button.
Die Computer kann man alle nicht bedienen. Aha, hätte ich fast übersehen. Wallrider. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Ja, das ist so die Haupt... Das ist das Hauptfernsehprogramm. Da stabilisiert sich so manches. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen risikobehaftet. Spirometrie. Bronchiale Akkumulation. Klingt alles sehr interessant. Expansive Thermaleruptionen. Es wird immer besser. Über sein Fleisch. Mentale Traumata in Afghanistan. Ja, das ist nicht so ungewöhnlich. Soweit. Ist noch kein Grund, ihn einweisen zu lassen, würde ich mal sagen, wenn er Traumata aus Afghanistan mit nach Hause nimmt. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, vorzudrängen in die Anstalt. Ich schau mal, wie es dem netten Herrn hier geht. Er scheint etwas außer sich. Oh, dem hat man aber nicht ausreichend zu essen gegeben. Das sind die Zustände hier. Soll ich ihm was zu lutschen geben? Und Zähne geputzt hat er auch nicht. Was fehlt ihm? Außer Schwindsucht. Ich mach mal eine Aufnahme. Ja, er macht auch keinen Eintrag. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Und da muss ich kein Fachmann sein. Auch ein Laie erkennt das, dass dieser Mann leidet. Oh, da sind noch mehr. Hallo? Wie geht's euch? Hallo? Ja? Das Fernsehprogramm war schon mal besser. Jetzt könnt ihr mich fernsehen. Hallo? Er hat noch die Handschellen. Und er ist auch nicht ganz gut drauf. Ihm fehlt auch die rechte und linke Hand. Oh fuck. Wie sind ihm denn die abhanden gekommen? Und naja, und auf den ist das Regal gefallen. Der hat eine Entschuldigung für seinen Zustand. Ja, aus denen ist, glaube ich, nichts rauszubekommen, ha? Huh? Und sie tun mir auch nichts, also... Aber jetzt macht er einen Eintrag. Schauen wir mal, was da steht. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gerochener Männer. Aha, jetzt sind sie schon übelriechend. Start auf einen leeren Fernseher. Und der ist nicht leer. Das ist eine Schneelandschaft. So sieht's im Winter aus hier. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Und Fülle. Ja, ohne Fülle. Sie sind unterernährt. Ja, ich weiß auch nicht. Kann ich da... Ah, da könnte ich unten durchschlüpfen. Ja, solange sie mich in Ruhe lassen, ist mir das wurscht. Und für ein Interview sind sie offensichtlich auch nicht zu haben. Also dienen sie meiner Arbeit eher weniger. Darum schlage ich vor, wir gehen weiter. Ich mache das jetzt mal leise, um den da drüben nicht aufzuwecken. Ich zoome mal von der Entfernung ran, aus Sicherheitsgründen. Oh Scheiße, das ist wieder ein Kopfloser. Glaube ich. Wieso atmet er so schwer? Seine Medikamente nicht genommen. Gegen das Asthma. Hat sie mir meine Frau nicht eingepackt wieder. In Blacklist hat sie mir den Drehkopter nicht eingepackt und hier meine Asthma-Tabletten. Schlüsselkarte, na also. Man muss nur hartnäckig sein. Und er hat auch den Kopf noch dran. Also ist alles halb so schlimm.
Es geht ihm gleich wieder besser, solange der Kopf dran ist. Kann es nicht so schlimm sein. Wir sind auch Kunstliebhaber. Freunde von guter Kunst können keine schlechten Menschen sein. Sonst ist hier nichts, ne? Nee. Die Schlüsselkarte werden wir jetzt einer Verwendung zuführen. Bitte hör doch mal zu atmen auf. Also schwer zu atmen, nicht ganz zu atmen, bitte. Ja, die sagen, es ist nichts. Ein leerer Fernseher sieht anders aus. Verstehen das nicht. Oh, soll ich ihn reinschieben? Was? Rechts, hat er gesagt. Ich habe beide geschüttelt. Und der ist nicht so freundlich. Aber er hat Angst. Das darf ich ihm nicht übel nehmen. Er war in Panik. Was wäre gewesen, wenn ich den Camcorder vom Gesicht gehabt hätte? Dann hätte ich nicht schütteln können, oder? Ja, erschrecken können sie einen. Das muss man ihnen lassen. Es gelingt ihnen immer wieder. So, wo muss ich jetzt... Oh, schau, da ist ein Computer noch aktiv. Der Bildschirmschoner. Ist das ein Zeichen? Hier ist auch eine größere Blutlache wie vor den anderen Computern. Das nützt mir nichts. Das hat, glaube ich, keine Bewandtnis. Wo stecke ich jetzt die Karte rein? Sonst weiß ich ja auch immer, wo man ihn reinsteckt. Oder es. Ich finde das cool, wie er immer die Hände zur Hilfe nimmt, wenn man den Wänden zu nahe kommt. Man hat nicht so ein körperloses Gefühl in dem Spiel wie in anderen, wo man manchmal glaubt zu schweben. Es ist eigentlich in Dead Island auch so. Dead Island hat eine ähnliche Steuerung wie hier. Was gut ist, mir hat die Steuerung in Dead Island gefallen. Der Elevator ist, glaube ich, nicht mehr... Oh, shit, ich habe den Elevator gerufen, aber es ist jemand anders gekommen. Tut mir leid. Soweit habe ich schon zwei Leute auf dem Gewissen, wie es aussieht. Der eine im Rollstuhl ist ausgeflippt und dann verändert und der ist in den Schacht runtergefallen. Ich glaube, ich bleib mal hier. Oh, nein. Der sieht nicht freundlich aus. Ich glaube, dem sollte ich fernbleiben. Der sieht aus, als wäre der Unliebsame im Bunde. Die anderen Bilder sind heil, aber seins ist zerschlagen. Jemand mochte ihn nicht gut leiden. So, endlich eine offene, funktionstüchtige Toilette. Nee, hier ist keine Muschel. Hier. Das ist ein Zeuge gewesen. Zeuge wovon? Oh. Er konnte keinen Haufen mehr machen. Bevor es ihn ereilte. Und hier ist wieder eine Hand drin. Wieder nicht runtergespült. Ist das die linke oder rechte Hand des Teufels? Hier sind einige Einlagerungen. Hier haben sie die Exemplare zu Forschungszwecken gelagert, aber ohne Formaldehyd. Es ist noch nicht in diese Anstalt vorgedrungen, dass man zur Konservierung Formaldehyd nehmen muss. Sonst vergammelt es recht rasch. Den Tipp hätte ich Ihnen geben können.
Zu spät. Ja, das war nicht sehr ergiebig, die ersten paar Räume. Ich hätte aber, Moment, ich hätte eine Aufnahme machen sollen. Vielleicht auch hiervon. Ja, siehst du, er schreibt schon. Wieso schreibt er eigentlich, wenn er eh filmt? Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Hoho, er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein tägiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebetet. Gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Was? Wann bin ich zu Tode geprügelt worden? Und wann habe ich mir Glassplitter beim Sturz von dem Balkon? Und meine Rippen sind gebrochen? Kein Wunder, dass ich schwer atme, aber sonst, wieso sagst du das nicht gleich? Das erfahre ich jetzt erst aus meinem Notizbuch. Ja, zum Abend schreibt er nichts auf. Abendleuchter. Und hier schreibt er auch nichts. Faule Sau, schreib. Will nicht. Ich will nicht immer mit dem Camcorder im Gesicht rumlaufen. Meine Fußabdrücke, oh, das ist so ein selbstreinigender Parkett. Nee, Teppich. Das ist schlau von der Anstaltsleitung. Und hier brauche ich, glaube ich, die Schlüsselkarte. Leise. Ja. Oh. Der Serverraum. They live. Nein, they lie. Falscher Film. Drücke X zum Verstecken. Aha, verstecken kann ich mich hier. Mach mal zu. Sicher, sicher. Dann filmen wir alles ab. Keine Batterien hier. Schauen wir mal, ob sich was nähert. Wo sind wir? Ist hier eine Kamera im Raum? Nein, der Serverraum wird nicht überwacht, oder was? Da oben ist nur eine Lampe. Ja gut, dann benutzen wir das mal. Den Haupteingang öffnen. Ich glaube nicht, dass das so leicht sein wird. Sonst wäre das Spiel schon aus. Boah, geht's noch langsamer. Wahrscheinlich noch ein 386er. Oder gar ein C64. Jetzt speichert erst. Oh, Scheiße. Da ist jemand vor der Tür. Ich glaube, ich verstecke mich. Ich kann nicht. Na jetzt. Ich bin schlecht gestanden. Scheiße. Das ist ziemlich wie in Amnesia. Was hat er denn jetzt aufgemacht? Die andere Schranktür? Boah, habe ich ein Glück. Kleine Schlampen, was? Was meint er? Ich glaube, ich spüre aufgestaute Aggressionen. Ich könnte eine Urschreitherapie empfehlen. Bei dem guten Mann, vielleicht löst das seine Spannungen. Ja, das hätten wir überstanden. Ich hätte ihn vielleicht filmen sollen. Durch den Gitterrost hier. Und wieso ist meine Sicht etwas benebelt? Bin ich so schlechter Verfassung jetzt durch diesen Anblick? Es ist nicht so wie in Amnesia, dass man im Licht stehen muss, um sich zu erholen. Ich weiß nicht, was ich tun muss, um mich zu erholen.
Aber wir werden es in der nächsten Folge herausfinden, hoffentlich. Also bleibt mir gewogen. Bis dann. Tschüss.